Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen hier zurück in Fallout 4. Wir werden als erstes heute einmal hier reingucken. Ein bisschen lesen. Sich niederlassen. Und die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Loni und Grizzle entweder die letzten Ghule erledigt haben oder gerade jemand als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist jederzeit gesichert und ich kann mich endlich an die Arbeit machen. Überfragt. Überfragt, so. Nichts funktioniert. Die alte Frau hatte früher Jet geschnupft, ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Gerede los. Eine Vision nach der anderen und alles und alle haben sich als wahr erwiesen. Die Raider, die in die Stadt niederbrennen, die Eltern töten, die Kinder stehlen, mich stehlen. Ich erinnere mich an einen Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden, stimmt alles. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hellsicht, das Kammerl, die andere Banden, niemand hätte eine Chance. Aber nicht funktioniert, vielleicht muss ich die Dosis erhöhen, ich brauche noch eine Ladung. Also, das kommt mir so vor, ne? Ja. Subjekte. Es sind nicht die Gems. Sie sind nur der Auslöser für die Hellsicht. Ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünschte, ich hätte es bemerkt, bevor meine Arme wie Nadelkissen aussehen. Aber zumindest ist es eine neue Spur. Ich brauche Subjekte. Das Experiment geht weiter. Immer noch kein Erfolg. Aber das Gerücht über die kostenlosen Gems hat viele neue Rekruten angelockt. Unsere Ränge sind fast wieder so voll wie vor unserer Plünderung von Lexington. Loni denkt, dass es Zeitverschwendung ist und wir lieber unsere Zeit nutzen sollten, um Verteidigungsanlagen zu errichten. Aber Loni trifft hier nicht die Entscheidung, sondern ich. Sie scheint ihre neue Position allerdings zu genießen. Vielleicht versucht eine weitere Dosis Psych und neue Version bei ihr. Sie sind hier. Grinsel. Grindel sagt, dass eine der Karawanen in dieser Richtung gezogen ist. So eine Scherzkeks mit Cowboyhut und Lasermuskete, drei Zivilisten und eine gebrechliche alte Frau, die wie eine Wahrsagerin gekleidet ist. Das ist sie. Ich weiß es, dass sie es ist. Ich habe Grizzle losgeschickt, damit er sie schnappt. Wird sie mich erkennen? Aber natürlich, schließlich hat sie das alles kommen sehen. Was geht ab? Also sehr interessant, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Typ das war, ob unser Sohn vielleicht erwachsen ist, ne, und selber geraubte Kinder, also es ist oder Teenager, man weiß es nicht, also es ist schon alles sehr eigenartig. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt mal runter. Ja, da sind noch irgendwo ein paar Typen, die möchte ich killen. Hier komme ich aber nicht runter. Hey, halt mal kurz die Klappe, ich habe was gehört. Ja, ich habe auch was gehört, und zwar, dass da unten noch jemand ist. Tja, warum stirbt der nicht? Ich
Jetzt sind die drei aber erledigt, jetzt können wir uns auch umblicken. Ich kann mal wieder nicht mehr tragen. Schweres. Schrott. Okay, also ich gehe jetzt mal hier raus, speichere vorher aber. Es wird allgemein angenommen, dass das Institut aus den Überresten des CIT, des Commonwealth Institute of Technology, entstanden ist. Aber die Hochschule selbst ist seit mehr als 200 Jahren eine Ruine. Wo auch immer. Naja, gut. Da muss wahrscheinlich irgendwo einer gewesen sein. Wo, weiß ich nicht. Er hat dich gelootet. Ja, da ist auch noch was drin. Jetzt die Kronkorken und die Patronen mit. So, jetzt werde ich erstmal hierhin Quest abgeben und dann nochmal zu unserem Haus hin, die Sachen wegbringen. Die ganzen Sachen einladen werde ich jetzt nicht machen, das mache ich offline mal. Wir haben ja hier noch zweimal eine komplette Inventar voll, einmal draußen, einmal drinnen. Hey. Aber nein, lass mal weg. Ich muss hier auch noch mal eben schnell Inventar, Kleidung, gelber Filzhut aufsetzen.
Klappe mit Riemen, Gasmaske, Lederrüstung. Wo ist das denn? Lol. Na gut, weiß ich jetzt nicht. Muss ich erstmal den anderen wegbringen. Vielleicht ist es halt so, wie es ist. Ey, lass mich jetzt da. Hast du die Raider gefunden? Ja, habe ich. Ich habe mich um sie gekümmert. Die sind Geschichte. Also, wie wäre es, wenn ihr den Minutemen beitretet und anderen helft, wenn sie Hilfe nötig haben? Er hat uns geholfen. Also wäre es ziemlich undankbar von uns, wenn wir anderen nicht auch helfen würden. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, jetzt hätte ich hier... Die haben Wasser, die haben nur keinen Schutz. Ein Geschützturm kann ich denen auf jeden Fall schon mal geben. Nur mehr Öl habe ich halt nicht. Sehe ich schon mal geschützt. Sanctuary zurückkehren. Ja, aber ich frage mich, wo mein Anzug ist. Was denn da hin? Der Anzug. Ist auch gerade hell. Gehen wir erstmal wieder hier alles einräumen. Fangen wir mal hier mit an. Ein Harnisch. Das ist, weiß ich nicht. Also irgendwie fehlt mir mein... rotes Kleid. Saubere Kleidung. Saubere graue Anzug. Nehmen wir mal wieder mit. Habe ich den irgendwo reingepackt, den anderen gestreiften Anzug. Maschinenpistole, juhu. Jagdgewehr sogar. Dieser Musket ist irgendwie so alle, können wir eigentlich erstmal weg. Das heißt, ich dafür nehme ich aber mal schönes. Schöne Maschinenpistole mit 45er Munition. Macht aber nur 10 Schaden. Nehmen wir die mal mit. So.
So. Das war ja auch das. Das kriege ich, glaube ich, immer noch nicht so hin. Das ist abgeschlossen. Ich hätte eigentlich gerne mal hier hin, oder? Ich weiß nicht, ob hier wohl noch was ist. Ich glaube, ich laufe jetzt erstmal hier hin. Ach ja, genau, ich muss ja noch zu ihm hier. Stimmt ja. Aber jetzt will ich mir auf jeden Fall mal in... Oh, ich bin schon wieder Lederkombis hier drin. Und außen muss der Hund auch noch leer werden. Ja gut, warte, dann mach ich auch mal eben. Hund, komm mal her. Hund? Hey. Alter, Hund, gib mir deine Sachen. Ach, die Sachen. Lol. Habe ich auch in den Schrank gepackt. Ist klar. Wie ich das geahnt hätte. Na gut. Ach, Lederkombis, Lederkombis. So, jetzt ziehe ich mich eben um. Sprech mal mit ihm hier. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich muss dich was fragen. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minuten war. Ich hab dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Ich höre zu. Ich bin ganz Ohr. Hast du mal vom Quincy Massacre gehört? Nein. Ich dachte... Inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Die Minutemen verrieten sich gegenseitig. Und die Leute, die sie schützen sollten. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis. Ach so. Eine Söldner... Wir waren die... Nur ein paar... Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln... Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zurückzubleiben. Ja, schätze, das tust du. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen, aber ich glaube, du schon. Warum kannst du die Minutemen nicht anführen? Weil ich kein Anführer bin. Ich kann meine Leute durch ein Feuergefecht bringen. Ich kann einen Perimeter verteidigen. Aber das wird nicht reichen, um die Minutemen vor dem endgültigen auszubewahren. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil und du hattest deine eigenen Probleme. Aber du hast es trotzdem gemacht. Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Du
Kannst du mir erklären, worum es bei den Minutemen geht? Wir sind Bürgersoldaten. Leute aus dem Commonwealth, die sich zusammenschließen, um sich gegenseitig zu schützen und die gemeinsame Zukunft zu bestimmen. Das war die ursprüngliche Idee dahinter. Und es ist eine gute Idee. Die Minutemen sind den Bach runtergegangen, weil unsere Anführer vergessen haben, wofür wir stehen sollten. Ich glaube, du kannst die Minutemen wiederbeleben und das ganze Commonwealth einen. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Aha, was für ein... Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Aha, aha, okay. Möchte ich jetzt den Hund mitnehmen oder ihn? Aber eigentlich muss hier die Leute verteidigen. Hey. Kann ich was für dich tun? Wie fühlst du dich? Ich bin froh, dass ich mich revanchieren kann, nachdem du mir so geholfen hast. Sonst noch was? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Ganz wie du willst, General. Also er hat unendliche Munition halt. Lass es mich wissen, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Ja, ich folge mir. Komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Gerne doch, General. Ich glaube, die Leute hier kommen dank dir jetzt auch allein klar. Keine Sorge, Dogmeat. Ich kümmere mich um ihn. Jetzt werden wir mal immer... Ich könnte ihn nach Tenant Bluff, ich könnte ihn nach Red Rocket Rush Stätte oder nach Sanctum Hill. Geh mal zu Red Rocket Rush Stätte. Mal sehen, ob es dort was Nützliches gibt. Dann finde ich den Flip einfach wieder als hier. Hier ist nichts Nützliches drin. Also ja, das hast du gut gemacht. Ich habe auch noch nie gelootet, du mein Freund. So, jetzt haben wir einen neuen Begleiter. Wohin als nächstes? Ja, das überlege ich mir jetzt gerade mal. Ich bin ja dafür, dass wir jetzt nach da oben gehen. Das heißt... Nach da... Erstmal machen wir Inventar und Waffen. Wir haben auch nur 5 Schuss dafür. Was für ein Scheiß. Ich dachte ja nicht mehr Munition für. Wollte ich die auch nicht benutzen. Ich muss irgendwie hier rüber über den Fluss. Naja, gehen wir erst. Die Brücke rüber und dann nach Dings. Ich bin ganz Ohr. Guck dir das an. Bin dabei, General. Hier drüben.
Hey. Was gibt's? Warte da. Ich warte auf dich. Komm schon. Ich kümmere mich drum. So ein Kill-Ding gibt's halt nicht. Schade. Das finde ich mal erst schade. Da waren wir natürlich auch schon überall. Da waren noch nicht. Ach, da waren wir auch noch nicht. Da waren wir auch noch nicht. Da muss ich aber eigentlich auch später erst hin. Die Bird, da will ich auch noch hin. Und noch so viele Sachen, wo ich hin will. Wo ist man hier hin? Zu diesem Schrottplatz. Roboter Entsorgungsgelände. Terminator lässt grüßen, ja. Sieht nach einem Militärbot aus. Dem sollten wir uns nicht anlegen. Findest du? Aber wir sollten mit ihm sprechen, dass er uns folgt. Ob wir irgendwie was bessern können. Oh, hier ist was. Verdammt nochmal, ja. Verdammt nochmal, wir haben eine neue Lackierung für unsere Power. Wunderschön. Zigarrenkiste. So, nächste Folge werden wir mal das Terminal uns angucken. War es das auch schon wieder? Ich will aber noch mal einmal. Was kann ich denn noch? Ach nee, hier das ist das. Was ich gesehen habe. Okay. Viel weiter geht's nämlich auch gar nicht hier hin jetzt. Das ist jetzt Ende im Gelände. Und dann sage ich mal wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Abenteuer von Milton, dem Händler in Fallout 4. Bis dann. Tschüss.